Hiermit soll man künftig auf der sicheren Seite sein, wenn es um das große Geld geht. Die Europäische Zentralbank EZB bringt Mitte nächsten Jahres ihre überarbeiteten großen Geldscheine heraus, um Fälschern besser Paroli bieten zu können. Die 100er und 200er der neuen Serie sind mit innovativen Sicherheitsmerkmalen ausgestattet, wie die Europäische Zentralbank bei der Vorstellung der neuen Scheine am Montag in Frankfurt am Main mitteilte. EZB-Direktor Yves Mersch sagte dazu: This makes Euro banknotes even more secure. Somit sind die Euro-Banknoten noch sicherer, aber auch einfacher zu prüfen und leichter zu handhaben. Whether they are genuine and also to handle them. Die neuen Scheine sollen ab dem 28. Mai 2019 in Umlauf gebracht werden. Neben den mit dem bloßen Auge erkennbaren Sicherheitsmerkmalen verfügen diese Scheine auch über solche, die nur mit speziellen Geräten zu erkennen sind. Mit den neuen Scheinen werdet zugleich die neue Euro-Banknotenserie komplettiert. Der 500-Euro-Schein wird damit zum Auslaufmodell, da er nicht mehr in die neue Serie übernommen wurde. Denn die Währungshüter wollen damit nach eigener Aussage unter anderem erreichen, dass Terrorfinanzierung und Geldwäsche künftig besser bekämpft werden können. Die Herstellung der Euro-Banknote mit dem derzeit größten Nennwert wird daher dauerhaft eingestellt, die Ausgabe von 500-Euro-Scheinen gegen Ende 2018 gestoppt. Sie bleiben aber gesetzliches Zahlungsmittel.